Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Sonntag und es gibt jetzt endlich mal wieder was zu vloggen. Ich habe jetzt eine Weile nicht gevloggt, einfach weil es nichts zu vloggen gab, weil ich nur am Arbeiten bin. Und ja, jetzt habe ich aber endlich wieder Urlaub und ich dachte mir, ich vlogge jetzt mal ein bisschen, denn ich fahre morgen für 2 Tage nach Leipzig und ich dachte mir, ich nehme euch natürlich mal wieder mit. Und ja, ich bin gerade schon an meinem Koffer packen, also ich nehme nur so einen kleinen Handgepäckskoffer, weil ich brauche nicht viel für 2 Tage. Und ja, ich habe voll Bock wieder zu vloggen, deswegen bin ich froh, dass es jetzt was endlich mal wieder zu vloggen gibt. Und ja, bei mir ist es noch ein bisschen chaotisch hier im Zimmer, denn ich habe gestern mein Bücherregal aufgebaut. Das steht jetzt hier hinten in der Ecke. Ja, ist sehr groß. Es geht ja noch bis nach ganz unten. Und es ist alles voll mit Büchern und ich bin mega glücklich, dass ich das jetzt endlich habe, denn jetzt habe ich auch wieder Platz in meinem Schrank. Genau. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann morgen wieder, wenn es morgen losgeht. Und heute habe ich noch ein bisschen was zu tun. Und ja. Und da kommt gerade ein Zug angefahren und ja, unser Zug kommt, ja klar, hält er jetzt genau hier davor, unser Zug müsste auch gleich kommen und ja, dann geht es erstmal nach Leipzig. So, mittlerweile sind wir jetzt schon im Zug und fahren jetzt eine Stunde und wir sind dann da. Wir sind jetzt endlich in unserem Hotel angekommen. Ich zeige euch nachher noch meine Roomtour, aber sie denke ich genauso aus wie letztes Jahr. Und ja, mal schauen, was wir jetzt machen werden. Ich denke mal, wir werden gleich shoppen gehen und dann melde ich mich irgendwann wieder zwischendurch, wie auch immer. Genau. Und mir ist jetzt gerade warm. Wir werden jetzt erstmal zu Primark shoppen gehen. Ich werde die Kamera jetzt hier lassen, weil da werde ich eh nicht filmen, weil wir da meistens immer eine Weile verbringen. Und dann melde ich mich danach. Was ist denn mit meinen Haaren? Naja, jedenfalls gehen wir jetzt erstmal shoppen. So, wir sind jetzt nach ein paar Stunden wieder aus Primark raus. Und ich habe hier 2 volle Tüten. Und ja, ich habe über 200 Euro ausgegeben. Meine Mama lacht schon. Oh mein Gott, was tue ich da? Da gibt es auf jeden Fall wieder einen Riesenhaul. Und jetzt wollen wir noch in ein paar andere Läden. Und jetzt packe ich meine Kamera auch wieder mit ein und nehme euch natürlich mit, soweit ich es nicht vergessen sollte. Ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu so einem Laden, wo meine Mama hin wollte. Und der heißt Maisons du Monde, glaube ich.
Und da gibt es halt so ganz viele Deko-Sachen und sowas. Und da wollen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hin und gucken, was wir da so finden. So, wir sind mittlerweile wieder im Hotelzimmer. Ich hatte jetzt nicht nochmal gefilmt, weil wir waren jetzt so nochmal in ein paar Läden unterwegs. Und wir haben auch noch ein bisschen was eingekauft. Und zwar habe ich jetzt hier so ein frisch selbstgemacht mit Erdbeeren und Ananas. Wir haben uns noch Bueno gekauft. Chips für heute Abend. Und ich habe mir noch Robbie Bubble gekauft. In klein. Habe ich auch noch nie gesehen. Aber okay. Und es wird langsam dunkel draußen. Ich denke mal, wir werden bald essen gehen. Und ja, jetzt erstmal chillen. Ich habe auch noch einiges mehr eingekauft. Wie immer. Übrigens gibt es zurzeit bei DM diese Seife mir gratis. Also wir hatten so einen Coupon in unserem Briefkasten, beziehungsweise zwei. Und es gibt diese Seifen dann da gratis bis 28.10. Das haben wir natürlich mitgenommen. Ich weiß noch nicht mal, wie die riecht. Steht drauf mit Holunder, Blüten und Kirschduft. Ich rieche gleich mal dran. Ja, riecht ganz frisch. Die Seife. Jetzt rede ich mit dir. Ich rede mit beiden. Riecht sehr frisch. Jetzt will ich gleich. Kann ich gleich Hände waschen, geht damit. Ups. So, wir waren jetzt lecker essen im Pizza-Pasta-Haus. Da waren wir letztes Jahr auch schon mal. Auf jeden Fall sehr lecker und jetzt machen wir uns noch einen gemütlichen Abend hier im Hotel und dann melde ich mich morgen wieder, wenn es dann morgen früh zum Frühstück geht. So sieht sie übrigens in der Nacht aus. Auf jeden Fall viel beleuchtet. So sieht es übrigens am Tag hier aus. Guten Morgen! Wir sind schon eine Weile wach und haben uns fertig gemacht und wollen jetzt frühstücken. Wir haben es jetzt 8:30 und werden jetzt lecker frühstücken gehen. Genau. Also das Frühstück war auf jeden Fall sehr, sehr lecker und jetzt zeige ich euch mal noch ganz kurz unser Zimmer. Sieht aber wie gesagt genauso aus wie letztes Jahr. Man kommt hier so rein, Klospülung, und hier ist quasi das Bad, eine Dusche, ein Waschbecken, unser Bett, ein Schreibtisch und ein Fenster, eine Garderobe und die Toilette ist da in dieser Extratür noch. Also sieht genauso aus wie letztes Jahr. Und ja, dann schauen wir mal, was wir jetzt noch machen. Wir müssen erst um 12 aus dem Zimmer raus. Es ist jetzt kurz nach 9. Und ja, es regnet übrigens. Super. Aber obwohl es läuft keiner mit dem Schirm rum. Also es hat irgendwie die ganze Nacht geregnet. Deswegen geht das. Wenn es jetzt so bleibt. Es ist zwar sehr trüb, aber es regnet nicht. Wir waren gerade nochmal bei Primark und bei DM. Ich habe jetzt aber nicht gefilmt, weil es regnet draußen und deswegen, ja. Und nachher, also ich habe mich hier mittlerweile auf eine Tüte reduziert und einen Koffer.
oder eine Handtasche. Es wird nachher auch wieder sehr interessant, damit zum Bahnhof zu gehen. Deswegen weiß ich nicht, wie viel ich da filmen kann. Aber wir wollen auf jeden Fall am Bahnhof noch mal ein bisschen rumgucken. Und jetzt haben wir noch eine Dreiviertelstunde Zeit und dann müssen wir aus dem Zimmer raus. Und ja. Jetzt mittlerweile wieder zu Hause. Was will ich denn erzählen? Ich habe nicht mehr viel gevloggt, weil, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, ich habe 1000 Tüten gehabt und einen Koffer und da hatte ich sowieso keine Hand mehr frei. Und in Leipzig waren wir am Hauptbahnhof noch mal eine Stunde ein bisschen rumgucken, aber da hat keiner was von uns gekauft, weil wir hatten irgendwie keine Lust mehr. Und ja, ich würde den Vlog jetzt ja auch beenden. Ich muss sagen, es waren sehr coole 2 Tage. Ich war übrigens mit meiner Mutti unterwegs. Das habe ich, glaube ich, nie erwähnt, aber okay. Und wir waren wieder im Ibis Budget Hotel. Da waren wir ja letztes Jahr auch. Und fand ich sehr, sehr cool. Und ja, dann würde ich sagen, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Meine Social-Media-Seiten findet ihr wie immer in der Infobox. Und dieses Video werde ich diesmal als Hauptvideo an einem Freitag hochladen. Weil ich habe jetzt noch ein paar Tage Urlaub, also ich habe jetzt die ganze Woche noch Urlaub und da werde ich mal ein bisschen chillen und deswegen werde ich dieses Video als Hauptvideo hochladen und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!